Denn auch ich möchte meinerseits euch alle ganz herzlich begrüßen. Wir haben eigentlich so viel gehört, dass eigentlich man abschließen könnte. Und dennoch, wir sind heute hierher gekommen. Der Herr hat unser Herz geführt oder geleitet, dass wir hierher kommen, um sein Wort zu hören. Und ich dachte heute zusammen eigentlich nichts Neues zu lesen oder über nichts Neues zu sprechen. Und wir lesen gemeinsam einen Vers, der uns sicherlich sehr bekannt ist. Und über diesen Vers wollen wir zusammen nachsinnen, den wollen wir betrachten. Lasst uns lesen aus Sprüche Kapitel 4, den 23. Vers. Sprüche Kapitel 4, den 23. Vers. Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Behüte dein Herz mit allem Fleiß. Nun, liebe Versammelten, wenn wir diese Worte von der menschlichen Seite aus oder von der fleischlichen Seite aus betrachten, dann fragen wir uns vielleicht, was hat es zu bedeuten? Und ich habe ehrlich gesagt darüber nie so viele Gedanken gemacht. Wisst ihr, wenn man gesund ist, wenn man nie Probleme mit dem Herzen hatte, so besteht im Prinzip auch gar kein Grund zur Sorge. Wer von den gesunden Menschen denkt schon heute, vielleicht jeden Tag, jede Stunde, vielleicht jede Minute an sein Herz? Also ich muss sagen, ich zumindest bin derjenige, der es nicht tut, der oft an mein eigenes persönliches Herz denkt. Es ist eben so, dass es für selbstverständlich angenommen wird oder man nimmt es selbstverständlich an, dass das Herz schlägt, es gibt keine Aussetzer, es ist alles in Ordnung und man macht sich darüber wirklich keine Gedanken. Aber mir ist bei der Vorbereitung so bewusst oder wichtig geworden, dass es doch sehr, sehr viele Menschen gibt, die sich sicherlich viel mehr Gedanken, viel mehr Sorgen über ihr fleischernes Herz machen. Das sind eben Menschen, die herzkrank sind, die vielleicht schon in ihrem Leben ein oder zwei Infarkte hinter sich haben. Es sind sicherlich ständige Sorgen, es sind immer wieder die gleichen Gedanken dieser Menschen und diese Gedanken, sie begleiten die Menschen Tag für Tag. Und mit großer Wahrscheinlichkeit beschäftigen sich auch solche Menschen vielleicht mit diesen Gedanken öfter, vielleicht viel öfter als ich oder ein kerngesunder Mensch. Und ich würde sagen, es ist noch viel mehr. Gerade diese Menschen, sie behüten ihr Herz. Also ihr Leben muss im Prinzip viel, viel schonender verlaufen als ein Leben eines gesunden Menschen. Sie dürfen sich in ihrem Leben keiner großen Belastungen ausgesetzt werden. Und ich meine, auch der Stress des Lebens muss in dem Leben dieser Menschen auf das Mindeste heruntergesetzt werden oder minimiert werden. Es dürfen auch keine plötzlichen Ereignisse stattfinden, damit einfach das Herz nicht zu sehr beansprucht wird. Und deshalb sind die Gedanken und das Leben dieser Menschen wirklich so geprägt oder so ausgerichtet, um ihr Herz zu behüten oder ihr Herz zu schonen. Und warum ist das denn so wichtig? Es ist ganz klar, wir haben gelesen, jetzt ist vielleicht erstmal die fleischliche Seite, zu der fleischlichen Seite wollen wir einfach betrachten. Wir haben gelesen, denn daraus quillt das Leben. Ich meine auch die Kinder, wenn wir die heutzutage fragen, sie wissen es, dass ohne Herzen kein Leben gibt. Das Herz ist eben der Motor des Körpers und wenn dieser Motor irgendwann mal im Leben eines Menschen zum Stehen kommt, dann ist es aus. Dann ist es vorbei mit dem Leben eines Menschen. Und deshalb ist es so wichtig für manche Menschen auf ihr Herz aufzupassen. Denn keiner dieser Menschen möchte einfach freiwillig sterben. Und es ist auch richtig so, denn Gott
Er hat uns zum Leben berufen und nur Gott allein kennt diese bestimmte Stunde, in der er uns auch das Leben wieder nehmen kann. Ein Mädchen mit Namen Niki ist 16 Jahre alt. Ihr Herz ist sehr krank. Und weil ihr Herz so schwach und krank ist, wird sie im Rollstuhl gefahren. Ihr junges Leben kann nur durch eine Herzverpflanzung gerettet werden. Und wisst ihr, das Wunder geschieht. Ein geeignetes Spenderherz wird gefunden. Und darauf wird im Herzzentrum von Bad Oeynhausen dieses Herz transplantiert. Und überglücklich feiert Niki jetzt zweimal im Jahr Geburtstag. Der zweite Geburtstag, es ist der Tag, an dem ihr Leben durch die Herztransplantation gerettet wurde. Das ist ein Beispiel, Geschwister, von der menschlichen Perspektive. Aber was sagt Gott darüber oder wie sind seine Ansichten, wenn es um das Herz eines Menschen geht? Lasst uns dazu lesen aus dem 1. Mose Kapitel 8, Vers 21. 1. Mose Kapitel 8, Vers 21. Und der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen: Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen, denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Soweit. Wir merken, liebe Versammelte, nicht lange hat der Mensch gelebt, um so eine Charakteristik von Gott zu bekommen. Jemand machte in seinem Leben so ein Experiment. Es stellte sich einfach die Frage, ist es denn wirklich so, dass ein Menschenherz vom Kindesalter an böse ist? Und darauf wurde ein Kind von der Geburt an unter sehr guten Verhältnissen aufgezogen. Es kam nie mit schlechten Menschen, nie mit schlechten Taten oder mit schlechten Worten in Berührung. Und das Kind lebte im Prinzip wirklich abgeschottet von dieser Welt. Und was meint ihr, liebe Versammelten, ist das Kind zu einem fehlerlosen, zu einem einwandfreien Menschen geworden? Nein, es ist wie alle anderen Menschen zu einem Sünder geworden. Und zu so einem Menschen, der genau die gleichen Taten in dem Leben getan hat, wie auch viele andere Menschen es tun, vielleicht einfach nur in kleineren Ausmaßen. Und der Spurgeon, er schrieb folgenden Text. Er schreibt: Ich habe gehört, dass das junge Krokodil, wenn es soeben die Schale durchbrochen hat, sich schon im nächsten Augenblick in Angriffspositur setzt und seinen Rachen öffnet, als ob es eine dahingehende Unterweisung erhalten hätte und dazu erzogen worden wäre. Wir wissen, dass junge Löwen, wenn sie gezähmt und den Haustieren gleich werden, doch die milde Natur ihrer Gattung in den Wäldern haben und dass, wenn ihnen die Freiheit gegeben würde, sie ebenso raubgierig wären wie die nicht gezähmte. So ist es mit dem Kinde. Ihr mögt es erziehen und mit ihm vornehmen, was ihr wollt. Da ihr aber sein Herz nicht verändern könnt, wird der fleischliche Sinn stets in der Feindschaft wider Gott bleiben. Und trotz aller Ausbildung und Pflege wird es dieselbe sündige Konstitution haben wie andere Kinder, wenn es sich scheinbar auch nicht so böse zeigt. Wisst ihr, liebe Versammelten, nach dem Urteil Gottes sind im Prinzip alle Menschen unheilbar herzkrank. Und in der Heiligen Schrift wird das Herz als der Sitz der Gefühle, der Sitz des Denkens, des Willens, des Gewissens dargestellt. Das heißt, allgemein lässt sich das Herz mit dem Inneren des Menschen wiedergeben. Alles Sinnen, alle Gedanken des Herzens, sie sind böse den ganzen Tag. Es sind nicht meine Worte, denn so haben wir es gelesen, so steht es in dem Wort Gottes. Auch wenn wir manchmal als Menschen denken, dass wir sogar gar nicht mal so schlecht sind und dass nach unseren Maßstäben in unserem Herzen nichts Böses verborgen ist. Und dennoch muss nach dem Maßstab Gottes unser persönliches Herz völlig erneuert werden.
nicht nur erneuert, sondern vielmehr unser unverständiges Herz, es muss durch ein neues ausgetauscht werden. Und vielleicht fragt sich jemand, wie geschieht denn das? Wie ist das denn möglich? Der Herr Jesus Christus, er ist der Spender eines neuen Herzens und des neuen Lebens. Er hat nämlich sein Leben für uns am Kreuz auf Golgatha gegeben. Und wisst ihr, liebe Versammelten, unsere Herztransplantation findet dann statt, wenn wir persönlich den Herrn Jesus Christus im Glauben als den Herrn und Heiland aufnehmen. Im Johannesevangelium, im ersten Kapitel, im 12. Vers, da heißt es, Johannesevangelium, Kapitel 1, Vers 12, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Wisst ihr, dann kann man auch zweimal Geburtstag im Jahr feiern. Man ist, wie die Bibel es ausdrückt, vom Neuen geboren. Und dieses neue Leben, es wird niemals sterben, sondern dieses neue Leben ist für Gottes Ewigkeit bestimmt. Nun über dem vierten Kapitel in Sprüche, aus dem Kapitel, aus dem wir den Vers am Anfang gelesen hatten, da steht in meiner Bibel die Überschrift väterliche Mahnung. Natürlich haben wir die Möglichkeit, mit diesen Worten unsere Söhne, unsere Töchter zu mahnen, aber gleichzeitig ist es eine Mahnung unseres himmlischen Vaters zu seinen Kindern. Und so ruft das Wort Gottes auch diejenigen auf, die das neue Herz von Gott bekommen haben: Behüte dein Herz. Und was heißt es eigentlich für uns heute? Ich nenne uns ein paar Begriffe, die das Wort behüten vielleicht noch etwas deutlicher machen. In seine Obhut nehmen, bewachen, beschützen, vor jemandem etwas bewahren, beaufsichtigen, decken, im Auge behalten, verteidigen, absichern, nicht aus den Augen lassen und so weiter und so fort. Liebe Versammelten, das ist aber auch noch nicht alles. Sondern weiter heißt es, behüte dein Herz mit allem Fleiß. Wir verstehen daraus, dass es wahrscheinlich nicht ganz einfach ist, dieses Herz zu behüten. Es reicht sicherlich nicht aus, wenn wir vielleicht einmal in der Woche unser Herz überprüfen, hineinschauen, uns zurücklehnen lassen und sagen können, es ist alles in Ordnung. Es ist alles auf dem Platz. Naja, und dann vielleicht nächste Woche, wenn ich nicht vergesse, dann schaue ich nochmal rein. Was meint ihr, Geschwister, wird es gut gehen? Ist es ausreichend, wenn wir unser Herz, ich meine jetzt im geistlichen Sinn, ab und zu nur einer Prüfung unterziehen? Also es wird sicherlich nicht ausreichen. Das Wort Gottes verlangt von uns, damit wir das Herz nicht nur behüten, sondern mit allem Fleiß behüten. Das heißt, unsere ganze Kraft, unser Fleiß daran lege, um das Herz zu bewachen, zu schützen, abzusichern, zu verteidigen und nicht aus den Augen lassen. So wichtig es vielleicht ist für die Menschen, die herzkrank sind und die ihr Herz schonen, auf ihr Herz ständig aufpassen und behüten. Und vielleicht noch viel, viel wichtiger sollte es für uns als Kinder des Herrn sein, dass wir unser Herz behüten. Und da stellt sich die nächste Frage, vor was oder vor wem sollten wir unser Herz behüten? Lasst uns dazu aus dem 1. Petrus, Brief, Kapitel 5 lesen. 1. Petrus, Brief, Kapitel 5, Vers 8. Hier heißt es, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Liebe Versammelten, liebe Geschwister, das sind die feurigen Pfeile des Satans in Form von Gedanken, in Form von Worten, vielleicht in Form von Versuchungen, die unser Herz im Leben treffen können. Die meisten von uns sind zwar schon Kinder Gottes, aber wir leben dennoch in dem Reich des Feindes,
wo er jederzeit den Zutritt hat und uns verführen kann. Und vielleicht einen kurzen Vergleich dazu. Es ist ganz natürlich, dass ein Schiff im Wasser schwimmt. Aber es ist sicherlich falsch oder ganz gefährlich, wenn das Wasser ins Schiff strömt. Und ebenso, wenn ein gläubiger Mensch in dieser Welt lebt, es ist richtig und es ist auch gut für ihn selber und auch für die Mitmenschen, die ihn umgeben. Denn durch diesen Menschen, der im Glauben ist, können viele andere, die in der Welt leben, auch zu Gott finden. Wenn aber die Welt bzw. der Feind in sein Herz eindringt, so bedeutet das für denjenigen Tod und Zerstörung. Und wisst ihr, Interesse halber habe ich einige Begriffe aus der Bibel mir rausgesucht, die den Zustand eines Menschenherzens beschreiben, wenn der Feind über diesem Herzen einen Sieg erhält. Und ich war sehr überrascht, wie viele es gibt. Und das sind wirklich nicht nur Begriffe, sondern zu jedem einzelnen Begriff gibt es in der Bibel auch ein passendes Beispiel. Und wir werden heute wahrscheinlich auch nicht schaffen, um auf jedes Beispiel eingehen zu können, aber zumindest zitiere ich uns einfach die Begriffe dazu. Ein Herz, es kann sich verstocken, es kann sich verzagen, sich überheben, sich überreden lassen, traurig sein, es kann begehren, wieder jemanden sein, ungehorsam sein, nicht rechtschaffen, abgewandt sein. Es kann sich betören oder reizen lassen, sich ängsten, ein Herz kann zerschlagen, unbarmherzig, stolz, ferne, trotzig und verzagt sein. Es kann betrübt, vom Satan beeinflusst und erfüllt werden. Es kann arg und ungläubig sein. Es kann sich zuschließen, es kann abweichen und sich verführen lassen. Und so gibt es noch einige Begriffe mehr, die uns wirklich klar und deutlich machen oder ausdrücken, was eigentlich mit uns ganz schnell passieren kann, wenn wir nicht auf der Hut unseres Herzens sind. Und wie soll es aber geschehen? Sind wir so gut, dass wir imstande sind, allen Anläufen des Feindes zu widerstehen? Und damit es für uns einfach ein bisschen leichter wird, auf diese Frage eine Antwort zu geben, da wollte ich uns eine kurze Geschichte schildern. Und zwar ein Pastor erzählt von einem Kind, welches er beim Kohlewaschen einfach mit antraf. Und diesem Kind, es gefiel diese schwarze Farbe von der Kohle nicht. Und wisst ihr, wie plagte es sich? Wasser und Seife, Lappen, Bürsten mussten her. Und vom Eifer und Anstrengung standen diesem Kinde auch Schweißperlen in der Stirn. Und natürlich war alles vergebens. Diese Kohle, sie war schwarz, das Wasser, die Bürste, dazu die Hände und die Kleider und so weiter. Nur die Kohle, sie wurde nicht weiß. Und weiter sagt der Pastor, man kann eben die Kohle nicht weiß waschen. Aber ein Mittel gibt es, ihre Farbe zu ändern, sodass sie in wundervollem Rot aufleuchtet. Man muss sie unter die Gewalt des Feuers bringen. So ist es auch mit unserem Herzen. Noch so trotzig, noch so gute Vorsätze, noch so ein eifriges Bemühen, noch so ernste Ermahnungen helfen nicht. Unser Herz ist ein trotzig und verzagt Ding und spottet aller Anstrengung. Aber wenn es unter die Gewalt des Feuers von oben, des Heiligen Geistes kommt, dann wird es rein. Es bleibt dabei, sagt er weiter, was im Hebräerbrief steht. Das Blut Christi, der sich selbst ohne allen Fehl durch den ewigen Geist Gott geopfert hat, kann unser Gewissen reinigen, von den toten Werken zu dienen, dem lebendigen Gott. Wir verstehen, liebe Versammelten, nicht wir können unser Herz von den Pfeilen des Feindes behüten, sondern es geschieht alleine im Gebet. Wenn wir einfach unser Herz dem hinhalten, der es selbst geschaffen hat, zu seinem Heiligtum. Und das ist unser Herr Jesus Christus. Nur dann wird unser Herz und wir selbst schon in dieser Welt in Frieden und in Sicherheit auch bewahrt werden.
Keiner von den Menschen kann erkennen und sagen, was in einem Menschen vorgeht. Aber Gott, er kann es machen. Er kann uns ganz sicher erforschen und er sieht uns durch und durch. Und wisst ihr, er weiß ganz genau, was in uns ist und auch in unserem Herzen vorgeht. Und wisst ihr, der Psalmist David erkannte diese wunderbare Weisheit und die Allmacht Gottes. Er hat es in seinem Leben erfahren, dass Gott auch sein Herz durch und durch erforschen kann. Und deshalb bietet David bei Gott und sagt solche Worte. Wir lesen uns diese Worte aus dem 139. Psalm, Verse 23 und 24. Psalm 139, 23 und 24. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich's meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem Wege. Ich meine, wir wissen alle, die heute da sind, dass heutzutage wird ganz anders gelehrt. Heute wird gelehrt, das, was du denkst, was du fühlst, was du tust und so weiter, das ist richtig. Mach es einfach so, wie du es für richtig hältst, und dann wird es schon in deinem Leben in Ordnung sein. Es wird passen. Liebe Versammelten, wenn wir aber diese zwei Verse aus dem Psalm lesen, dann stellen wir schon fest, dass der Herr und sein Wort ganz anders lehrt. Von den ersten Worten an, die hier der Psalmist ausspricht, merken wir, dass da jede Spur der Selbstsicherheit fehlt. David sagt, erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz. Prüfe mich und erfahre, wie ich es meine, und siehe, ob ich auf dem bösen Wege bin. Also ich meine, wer auch immer, aber David, er könnte sicherlich seiner Sache oder seines Weges sicher sein können. Aber statt einer Selbstsicherheit im Herzen zu haben, fragt David bei Gott nach, welche Stellung er in Gottes Augen hat, auch wirklich hat. Und wisst ihr, warum er das macht? Er ist sich dessen bewusst, dass auch er auch nur ein sterblicher Mensch ist. Er sagt zu Gott, erfahre, wie ich es meine. Er wollte damit sagen, Herr, wie ich es meine, es muss auch nicht unbedingt richtig sein. Er wollte damit sagen, das, was die Menschen oft meinen oder für richtig halten, es ist nicht gesagt, dass es auch vor Gott richtig ist. Und ich dachte so, Geschwister, man muss sich selbst im Leben so oft ertappen, wie oft meinen wir als Menschen, dass wir in dieser oder in jener Sache alles richtig getan haben? Wie oft sind wir uns dessen sicher, dass wir auch im Leben den richtigen Weg eingeschlagen haben und den richtigen Weg gehen oder gegangen sind? Und am Ende muss man dennoch feststellen, man hat verfehlt. Irgendwo im Leben ist es dem Feind gelungen, unser Herz zu manipulieren. Und David war sich seines Weges, seiner Werke nicht ganz sicher, denn er hatte diese unvollkommene Natur eines Menschen im Sinn gehabt. Er wusste ganz sicher von der Fehlerhaftigkeit eines Menschen und deshalb bat er bei Gott um Gnade. Er wusste, dass das, was ein Mensch manchmal gut meint und für richtig hält, kann vor Gott oft keinen Bestand haben. Und nicht nur das, sondern es kann sogar die Menschen oft auf den bösen Wege führen, obwohl sie sich dessen im Leben gar nicht bewusst sind. Aber für David war es klar, dass nur der Herr alleine weiß, auf welchem Wege er sich persönlich befindet. Und dann bietet er den Herrn, dass er ihn persönlich auf dem richtigen Wege, auf dem ewigen Wege führen möge. Herr, erforsche mich, erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine, und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem Wege. Und möge es auch unser Wunsch heute sein, Geschwister. Wir wollen ja nicht, damit unsere Wege vergänglich sind. Wir wollen es sicher nicht, dass der Feind unsere Herzen regiert, sondern wir wollen, damit unser Herr Jesus Christus unsere Herzen behütet, dass er unsere Herzen beschirmt von den Anläufen des Feindes. Und warum ist es denn so wichtig?
Und das ist der letzte Teil des Verses, den wir am Anfang gelesen hatten, denn daraus quillt das Leben. Hier mit diesen Worten ist das ewige Leben im Spiel, liebe Versammelten. Gelingt es uns nicht, damit unser Herz von dem Herrn Jesus Christus behütet und von der Sünde beschützt wird, so verspielen wir die ganze Ewigkeit mit dem Herrn. Wenn wir aber in Verbindung mit dem Herrn bleiben und unser Herz wird gehorsam, weise, verständig, rechtschaffen, erweicht, mutig, rein und treu sein, dann dürfen wir getrost wissen, dass wir ewig leben werden, und zwar mit dem Herrn. Und deshalb lasst uns auch jetzt in unseren Gebeten den Herrn darum bitten, damit er uns hilft, dass wir ihm treu nachfolgen können. Und möge der Herr auch unser Herz erforschen und wirklich ganz gezielt zeigen, wo wir vielleicht mit unseren Werken, mit Worten, Gedanken oder Taten dazu beitragen und sich in Gefahr begeben, von seinem Wege abzukommen. Amen. Lasst noch beten.